Willkommen zurück zu Songbringer. Glaube, wir befinden uns hier in einem neuen Dungeon. Ja, dann lasst uns den doch mal kurz erkunden. Was heißt kurz? Mal schauen. Oh ja, hier waren ja die Viecher. Genau, und ich habe... Ein bisschen Leben habe ich ja mittlerweile schon. Da kann ich hoch. Will ich da hoch? Ich glaube, hier waren links ganz viele von diesen... Was sollen das? Skorpione? So sind das Skorpione? Ich glaube, ja. Das werden scheinbar auch immer mehr. Beziehungsweise die respawnen ganz schön. Oder? Oder habe ich mich da jetzt getäuscht? Das könnte natürlich sein. Aber wenn das so ist, dann könnte das durchaus ganz praktisch sein. Eignet sich das hier ein bisschen, um Diamanten zu farmen und Lebensenergie, wenn man sich nicht treffen lässt. Dann gehen wir doch mal hier hoch. Ach ja, ihr wart hier, genau. Los. Stirb. Aua. Oh, du machst aber auch Schaden. Das ist ja... Das geht ja gar nicht. Wow. Ja, Y war was trinken, aber ich... Bin mir nicht so sicher, was das genau macht. Ich dachte eigentlich, das würde Lebensenergie regenerieren, aber sieht jetzt ja nicht so aus. Ja, bin ich auch schon vergiftet worden, kurz oder getroffen, ich weiß nicht genau. Komische Trefferanzeige. Wenn ich grün leuchte, dann sollte man doch meinen, dass ich dann vergiftet bin, so wie das in anderen Spielen auch ist. Jetzt ist die Frage, was mache ich denn jetzt? Ach ja, das mal wieder das. Bomben habe ich noch und Elva. Erva. Ach ja, Erva war teleportieren, ja. Ist klar. Ich erinnere mich dunkel. So, hier ist wieder so ein Riesenloch und eine Tür. Aua! Verflucht. Verflucht. Ist ja mies. Kann ich hier irgendwas machen? Nee, ich muss dafür sorgen, dass das Teil bestimmt rausfährt, oder? Kann ich... Nö. Also hier bin ich schon mal falsch. Alles klar, dann schnell weiter, bevor die Dinger da wieder rauskommen. So, was hast du mir jetzt gebracht? Irgendwie nichts. Ich verliere nur ständig Lebensenergie. Vielleicht ist ja jetzt hier oben... Nee, ist immer noch so. Okay. Dann gehen wir doch einfach mal zurück. 179 Rubine habe ich schon. Das ist natürlich die Frage, was tun? Wow, da bin ich aber echt schnell gestorben. Weiter. Ich frag mich ja wirklich, ob ich hier schon richtig bin. Ich glaube... Ja, komm, nein. Wir gehen da nochmal rein. Ich schaue erstmal hier rechts ein bisschen. Ich kann nämlich ja mal erstmal ein bisschen umschauen. Wenn ich dann wieder das ein oder andere Mal sterbe. Ach du verdammter Mist. Komm gar nicht weg. Wieso komme ich nicht von dem Vieh weg? Wow. Das fängt ja schon gut an wieder. Oh Gott, ich bin schon wieder so gut wie tot. Egal, ich laufe jetzt trotzdem mal hier weiter. Ach du, ach du, ach du. Wow, also das habe ich überlebt, oder wie? Rotes Fass sollte man vielleicht nicht draufhauen. Nein, ich wollte... Moment, das war... Es scheint nicht zu explodieren. Das ist ja immerhin etwas. Da ist auch noch so ein Fass, aber... Oh Gott! Was ist denn... Was seid ihr denn? Ja. So viel dazu.
Naja, weiter. Ich kann noch mal hier in der Mitte schauen. Ja, euch kennen wir ja schon. Würde auch eigentlich gerne mal mit voller Lebensenergie starten, aber irgendwie will er das nicht. Ich glaube, ich stehe gar nicht mal so schlecht. Naja, ging so. Ging so. Verdammt, wir haben manchmal so Charge-Angriffe. Das ist aber total unberechenbar, wollte ich sagen. Ach, kommt jetzt hier. Ich habe hier nur 3 Herzen. Ja, ich sag Herzen. Warum nur? Ich schaue mich jetzt mal hier so ein bisschen um. Das kann doch nicht so schwer sein. Komm ich, ist da irgendwas versteckt? Nein, aber ich komme da rum. Das ist ja schon mal nett. Da komme ich jedenfalls nicht weiter. Hier sind wieder die Viecher. Du tot, ich sehe dich nicht mehr. Vielleicht sollte ich nur einmal zuhauen und dann ausweichen. Uah, ja, genau, ausweichen. Geht um Ausweichen, nicht um direkt reinlaufen. Ja, dafür habe ich jetzt Diamanten bekommen, aber ich brauche doch Lebensenergie. Ich brauche ganz viel Lebensenergie. Ganz, ganz viel. So. Hier runter. Ach, da ist wieder so ein. Kann ich dich? Ja, ich kann dich kaputt machen. Gibt es da irgendwas? Nein. Oh, da ist noch so ein. Wollte gerade sagen, die machen gar keinen Schaden, aber ja. Nein! Ach so, wenn ich sie berühre oder wie? Ja, verstehe. So, das ist mir jetzt egal. Ihr seid mir auch relativ egal, außer du bist doof. So, was haben wir denn hier? Jetzt, ja, okay, dann kann ich wieder da lang. Das bringt mir nicht allzu viel. So. Es scheint fast so, dass man irgendwie was bekommt, wenn man alle Gegner in einem Bildschirm tötet. So kommt es mir zumindest vor. Werden wir ja gleich nochmal sehen. Ja, sieht so aus. Was habe ich? Ja, da waren wieder Rubine. Ja, Biene. So. Ein bisschen Lebensenergie. Ja, ich brauche aber mal mehr. Ich brauche mal ein bisschen mehr, Leute. Das ist immer noch ein bisschen zu wenig. Da komme ich so nicht hoch. Komme ich hier hoch? Ja. Ist auf jeden Fall verdächtig. Ja, okay. Da kann ich hinten rumlaufen. Ich wollte gerade sagen, es ist verdächtig, dass man da so hin kann. Und die Statue ist da vielleicht auch verdächtig. Ich kann noch mal schauen, dass ich. Nein, nicht Teleport, sondern. Ja. Nein, das bringt aber nichts. Nö. Was wirfst du da eigentlich deinen Hut? Wie hieß denn der Film nochmal? Da mit diesen Asiaten, diesen kleinen, dicken Asiaten und seinen Hut, den er geworfen hat, der total scharf war. Da hat auch dieser Steinbeißer mitgespielt, wenn euch das etwas sagt. Hier ist ein. Sieh mal, so eine Art Torbogending. Ja, das dachte ich mir gerade auch. Eine zutreffende Beobachtung. Da steht, in Gedenken an all jene, die wir in den Tagen. Die wir in den Tagen, da muss ein N hin und kein S, des Krieges verloren haben, auf dass wir uns wiedersehen an den Stränden des nächsten Ufers. Klingt nach ungebetenen Gästen auf diesem Planeten. Jip, kannst du bestimmen, wann das Ding gebaut wurde? Es besteht aus anorganischem Material. Ist das ein Ja? Nein, Rock, ich kann keinen Kohlenstoff feststellen. Okay, wie auch immer. Das Ding sieht ziemlich alt aus.
Ja, ich denke mal, wir müssen irgendwas machen und dann öffnet sich hier so ein Portal. Also sieht jedenfalls verdächtig nach Portal aus. Damit ich hier durchkomme, muss ich mal wieder... ja, ich kann... ja, oder so. Ich dachte jetzt, das wären so richtige Steindinger. Also Felsen. Ja. Nie schon. Ach Gott. Oh, wen? Ja, okay, ich starte wieder da. Aua. Ich glaube, ich muss hier noch mal so ein bisschen kämpfen. Ich muss das mal ein bisschen üben. Ja, super. Ja, genau. Gott, sind die blöd, die Viecher. Die kann ich überhaupt nicht leiden. Ach, da war es da schon wieder. Ein halbes Herz, ey. Jetzt hört mal auf hier. Das ist ja wohl nicht wahr. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Woran bin ich denn da jetzt gestorben? Nee, komm, jetzt hier, also... Jetzt hör mal auf hier. Nein, lass mich in Ruhe. Ich muss irgendwo hin. Ich muss einen Laden finden, wo ich einkaufen kann. Oder ich muss irgendwo hin, wo ich Gegner schnetzeln kann, die mich nicht sofort umbringen, damit ich irgendwie mehr Leben bekomme. War mal so eine Idee. Ist mal so eine Idee von mir. Also, ja, ich gehe erstmal wieder hier runter. Hier scheint ja gar nichts zu sein, was irgendwie schon... Ach, die Viecher wieder. Ja, die sind okay soweit. Da, sei denn, die dürfen halt nicht so viele sein. Ich kann mir gar nicht merken, welches von diesen... Was sollen das überhaupt für Dinger sein? Also, eine Mischung aus Frosch und Fliege. Eine Froschfliege oder wie? So. Diamanten, alles klar, aber immerhin weiß ich jetzt schon, dass man alles kaputt hauen muss in dem Bildschirm, dann bekommt man irgendwas. Das klingt doch ganz nett. Dieser Felsen sieht hier auch irgendwie verdächtig aus. Oh, da liegt wieder Kohle. Nehme ich doch immer gerne. Kann ich dahinter laufen irgendwie? Nein, kann ich nicht. Warum muss dieses Gestrüpp eigentlich immer nachwachsen sofort? So, zu dir. Ja, ach, da unten sind noch mehr. Dann laufe ich doch mal. Wo will ich denn hin? Ach, hier war wieder, ja. Alles klar. Moment. Halt. Es sieht hier irgendwie sieht verdächtig aus. Bin irritiert, wenn so Sachen leuchten. Wenn irgend so ein Kram leuchtet. Nicht. Wieso hat das jetzt bei dir nicht funktioniert? 1,5 Herzen. Oh nee. Oh nee, 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 nee. Ich kann da nicht so lang. Also Moment, ich habe mich doch hier irgendwie durchgeschlagen, durchgestorben. Ich weiß es nicht. Ja, oder das Ding, genau. Da kriege ich ja wieder Lebensenergie. Ich muss wirklich sagen, auch wenn mir das Spiel schon zu Anfang wirklich, wirklich gut gefallen hat, das gefällt mir immer besser. Mittlerweile ist, nein, ich möchte nicht speichern. Grafik fand ich am Anfang so ein bisschen fragwürdig, aber es ist mittlerweile, finde ich die richtig passend und richtig gut. Also, alles super. Das Spiel macht voll Bock, voll Laune. Ist wahrscheinlich zu schwer für mich, aber hey. wo möchte ich denn? Ich schaue mir erstmal hier die anderen Sachen an, was es hier noch so gibt. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie dieses Prozeduralgenerierung, diese Prozeduralgenerierung, schwieriges Wort, genau funktioniert. Vielleicht, wenn ich sterbe und wenn ich Hardcore-Mode spiele, beziehungsweise mit Sterben und von vorn anfangen, dass das alles neu generiert wird. Das würde ich mal so drauf tippen. Und
Ja, dass halt alle Sachen, die ich hier noch nicht entdeckt habe, dass die Räume oder die Bildschirme oder Räume oder wie auch immer halt unterschiedlich angeordnet werden oder zufällig. Das sorgt natürlich für einen hohen Widerspielwert. Verdammt, ich kümmere mich jetzt erst um diese... Was mich ein bisschen stört, ist, dass ich die so aus dem Bild hauen kann, die Typen. Wenn ich zu weit laufe, dann wechsle ich ja schon in den nächsten Bildschirm. Das finde ich ein bisschen doof. Wäre vielleicht besser, wenn die nicht so weit laufen würden. Also hier, der läuft ja komplett raus. So. Das ist das. Was zur... Ach, wo kommst du denn her? So. Dann sind wir aber nur wieder hier. Nein. Ja, ich würde mal sagen, wir schauen uns hier noch so ein bisschen um. Das sieht hier schon wieder ganz schön verdächtig aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Lege ich meine Bombe hin, mal gucken, was passiert. Das macht echt Laune, ja, aber irgendwie heißt das jetzt, ich kann das da aufspringen, weil da so ein Riss in der Wand ist, oder? Ich mache nochmal eine Bombe. Ich habe ja noch genug davon. Super, ja, nicht wirklich, also. So, dann gehen wir doch mal hier hoch. Da drüben ist wieder so ein Blob. Da war interessant, fast alle Spiele, die ich spiele, da gibt es einen Blob. Oh, verdammt! Jetzt stirb doch! Stirb! Die klauen mir mein ganzes Leben wieder. Ey, also manchmal habe ich's, also mit der Abfrage ist das manchmal ein bisschen schwierig zu erkennen, finde ich. Wenn man zuhaut, ob man da jetzt nah genug dran ist. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu schlecht, das könnte natürlich auch sein. Oder ich muss, ach, vielleicht muss ich mich da auch einfach nur so ein bisschen dran gewöhnen. Ja, das wird schon. Ich habe ja zwischendurch mal kurz überlegt, ob ich vielleicht nicht nur so 3-4 Videos zu dem Spiel mache und das so als so ein etwas längeres angespielt präsentiere. Weil ich ist, das Problem an Zelda oder an Spielen, die so Zelda-Elemente haben, ist halt, wenn man sowas blind spielt, nein, nicht speichern. Dann kann man sich halt sehr schnell verheddern und an gewisse Punkte kommen, wo man nicht weiterkommt. Einfach weil man erst dies oder jenes machen muss. Ja, hallo Kollege, was machst du? Sie mag uns nicht. Sie scannt nach einer exakten DNA-Übereinstimmung. Dann müssen wir jemanden finden, der uns dabei hilft, das Ding zu öffnen. Okay, das heißt, ich kann es auch nicht aufspringen. Das wäre ja auch zu einfach. Meine Patentlösung für alles. Sprengen, sprengen, sprengen. Ist hier noch wer abgestürzt? Interessant. Ock, was los, Mann? Smalls, was zur Hölle ist passiert, Mann? Oh, Mann, du hast ja keine Ahnung. Ich war mit meiner Maschine am Himmel unterwegs, als plötzlich Peng. Als nächstes bin ich hier aufgewacht und es war verteufelt kalt, also habe ich mir dieses Feuer hier gemacht. Und jetzt habe ich Kohldampf. Hast du was Essbares aufgetan? Nee, aber vielleicht finde ich noch etwas. Alles klar, cool, Alterchen. Ich warte da noch und chill noch ein bisschen. Alles klar, Smalls. Was mit euch? Ich möchte euch... Wo kam denn jetzt der dritte her? Hab ich den nicht gesehen? War der zu sehen? Ich weiß nicht. Das verwirrt mich. Ja, was soll das hier? Hat das irgendeine Bewandtnis, dass es hier dass es nicht weitergeht? Oder liegt das jetzt an der Zufallsgenerierung? So. Was passiert, wenn ich dich haue? Nee, du sagst gar nichts. Und ich laufe nicht ins Feuer. Weil manchmal lerne selbst ich.
So, das sieht auf jeden Fall schon wieder interessant aus. Also, ja, aber was sich dahinter verbirgt, das finden wir erst im nächsten Video raus. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann gebt ihm doch bitte einen Daumen nach oben, damit ich auch weiß, euch gefällt das hier. Und schreibt einen Kommentar. Das war's von mir und hoffentlich bis bald.